Sie machten Maschmeyer Mut, auch das Geld der deutschen Steuerzahler sei noch nicht verloren. Die Finanzverwaltung habe keinen Grund zur Versagung der beantragten Kapitalertragssteuererstattung. Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Vorwerfbarkeitsthematik habe man nicht gefunden. Aber das erhoffte Geld kam nicht. Anders als Milliardär Erwin Müller zog es Maschmeyer wie die meisten anderen Investoren vor, nicht zu klagen und die Sache diskret zu lösen. Maschmeyer machte der Bank ein Angebot, das Erik Sarrazin für den Vorstand so zusammenfasste: Wenn wir die Sache gütlich lösen, kann er uns versichern, dass er uns neue Kunden bringen werde. Hamburg, 3. März 2014. Es sind noch 2 Wochen bis zum Redaktionsschluss. Ich schicke die erste Fassung unseres Textes in die Runde. Chefredaktion, Textchef, Juristin und Faktenchecker wollen bei so einer brisanten Geschichte den Text frühzeitig auf dem Tisch haben. Und es ist in meinem Interesse, die entscheidenden Punkte früh zu klären. In der Vorwoche des anvisierten Erscheinungstermins bin ich in den USA. Das ist alles andere als optimal, lässt sich jedoch nicht ändern. Ich überlege, den Stern zu verlassen. Es ist nicht so, dass ich unzufrieden wäre, ganz im Gegenteil. Ich habe dort einst mit viel Einsatz und Überzeugungsarbeit eines der ersten Investigativressorts in Deutschland gründen können und die Zusammenarbeit im Team war von Anfang an etwas Besonderes. Aber mir schwebt mit anderen Kollegen ein anders geartetes Projekt vor, etwas für die deutsche Medienlandschaft völlig Neues. David Schraven, der Investigativchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, und ich wollen nach Vorbild der US-amerikanischen Non-Profit-Redaktion ProPublica in Deutschland ein gemeinsames Recherchezentrum für investigativen Journalismus gründen und deshalb in New York die Redaktion besuchen. Die Gemeinnützigkeit haben wir dank Davids Cleverness schon in der Tasche. Einen Namen haben wir dank meiner Frau auch schon. Korrektiv.